Blödsinn. Ich bin total froh, dass es die GEZ gibt. Ich bekomme eh schon so selten Besuch. Puh, aufatmen bei ARD und Johannes B. Kerner. Sie müssen in Zukunft nicht mehr jeden Groschen zweimal rauswerfen. Ja, Glückwunsch an die Kollegen. Die öffentlich-rechtliche Grundversorgung mit Kochsendungen ist erstmal gesichert. Laut Bundesverfassungsgericht haben die Ministerpräsidenten die Rundfunkgebühren nämlich zu Unrecht gedeckelt. Damals mit dem Argument, die Sender würden nicht genug sparen. Totaler Quatsch. Billiger als diese Telenovelas geht doch wirklich nicht. Okay, es gibt auch etwas anspruchsvollere Dinge, die man sich täglich angucken kann. Wie zum Beispiel die Megapixel-Webcam vom Ground Zero. Hier kann man stündlich aktualisiert sehen, wie die Arbeiten an diesem schicksalhaften Ort in New York vorangehen. Die Entwicklung am Ground Zero unmittelbar nach den Anschlägen, die kann man sich dagegen noch einmal hier anschauen. Auf 13days.org beschreibt der New Yorker Jonathan Coram die ersten 13 Tage, die ersten 13 Wochen und die ersten 13 Monate nach den Anschlägen. Und zwar ganz persönlich aus seiner Sicht und vor allem mit vielen interessanten und eindrucksvollen Fotos. Die Telenovela-Fans wollen wir jetzt aber auch nicht ganz vergessen. Für die gibt es jetzt nämlich ganz große Gefühle. Und zwar von Chris, dem neuen Shootingstar von YouTube. Ein Hardcore-Britney Spears-Fan, der heute eigentlich nur eine Botschaft hat für die Welt. Lasst endlich mal alle die Britney in Ruhe. Menno! Leave her alone! Übrigens, wie sich eine Stadt im Laufe der Jahre verändern kann, sieht man auch so schön an Moskau. Die russische Metropole wurde nämlich zum Glück schon früher ausgiebig fotografiert. Und ein russischer Fotograf hat sich mal die Mühe gemacht und jede Menge dieser alten Aufnahmen nachfotografiert. Und man sieht sofort, damals gab es vor allem viel mehr Parkplätze. Ja, früher war nicht alles schlecht. Ist Ihnen das aufgefallen? Man sieht in Moskau eigentlich keine Graffitis an den Wänden. Ja, der rote Platz reicht ihm wohl als Farbtupfer. Dabei werden gerade so klassische alte Gebäude durch bunte, wolkige Buchstaben doch erst zum Leben erweckt. Kann man auch hier sehr schön sehen. Ein sehr interessantes Projekt, bei dem beliebte Graffiti-Flächen über Jahre beobachtet werden. Deren Bilder kann man hier nach und nach übereinander legen und so sehen, wie junge Straßenkünstler klassischen Malerbetrieben ein stetes Auskommen sichern. Am rasantesten wurde die Entwicklung einer Stadt bisher allerdings im Falle von Tokio festgehalten. Hier in diesem Video. 35 Jahre Hochhausbau in 10 Sekunden. Also zurücklehnen und oh, fertig. Aber nicht nur Städte, auch Menschen machen ja interessante Entwicklungen durch. Okay, außer die Davidsons. Die leben jetzt nämlich schon seit 22 Jahren in einem Motel. Aus Überzeugung. Dabei haben sie sogar eine eigene Wohnung. Aber gut, im Motel hört man einfach besser, was der Nachbar denn so macht. Ja, wirklich ein rührendes Pärchen, die beiden. Allerdings nur fast so süß wie diese beiden Turteltäubchen. Eisbär und Schlittenhund. Was anfangs aussieht wie ein bevorstehender Kampf auf Leben und Tod, mündet bald in eine sehr ungewöhnliche und liebevolle Freundschaft der beiden. Oder fehlt da ein Foto? Ja, da haben wohl die Hormone verrückt gespielt. Wahrscheinlich gerade in der Pubertät, die Kleinen. Mit der ja auch wir Menschen schwer zu kämpfen haben. Was sich in dieser bedeutsamen Phase des Lebens bei Jungen und Mädchen abspielt, das wird sehr amüsant in diesem Video beschrieben. Ein echter Höllenritt für die Beteiligten. Seien wir einfach alle froh, dass es vorbei ist. She's no longer has her body under control. Ja, ich spür da schon. Bei Ihnen spielen die Hormone jetzt auch verrückt. Hier kommt er ja, der Spieletipp. Na, sieht der nicht gut aus? Na los, machen Sie schon. Der beißt nicht. Das war Ehrensenf. Ich bin Marc McCarr. Tschüss. Hier, ich glaube, der von der GEZ, der mag mich echt. Der hat mich schon wieder geschrieben.